Ach, wie ruhig das gerade ist. Mal schauen, wie lange das anhält. Wow, Mama, das sieht ja total gemütlich aus. Dürfen wir hier spielen? Na klar, dürft ihr. Komm, Anna, wir spielen Uno. Okay, ich hole die Karten. Wir sind wieder da. Familie, ich habe etwas zu verkünden. Na, was kommt denn jetzt wieder? Bald ist ja Weihnachten. Das wissen wir, Papa. Und deshalb habe ich beschlossen, dass wir dieses Jahr mit einer neuen Tradition anfangen. Oh, bitte nicht irgendwas Komisches. Was denn für eine Tradition, Papa? Wir kaufen dieses Jahr unseren Tannenbaum nicht im Baumarkt. Nicht? Nein, wir schlagen den Baum selbst. Na, das kann ja heiter werden. Mit einer Axt und so? Natürlich, selbstverständlich. Soll ich Verbandszeug mitnehmen? Wofür brauchen wir denn das? Na ja, so zur Sicherheit vielleicht. Ich kann mit einer Axt umgehen, keine Sorge. Und damit es ein schöner und besinnlicher Ausflug wird, lassen wir alle technischen Geräte zu Hause. Was? Aber mein Handy möchte ich mitnehmen. Nein, nein, Handys bleiben zu Hause. Oh, Menno. Es schneit. Oh, wie cool. Das ist ja wie bestellt mit dem Schnee. Oh, liegt hier viel Schnee. Das sieht so schön aus. Ja, einfach traumhaft. Ist der nicht schön? Der ist zu klein. Und was ist mit dem? Nee, den mag ich nicht. Oh, ein Eichhörnchen. Oh ja, das ist ja niedlich. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht aus Versehen eins mit nach Hause nehmen. Wie ist es mit dem? Ich weiß nicht. Noch ein Eichhörnchen, Papa. Aber es ist schwarz. Gibt es auch schwarze Eichhörnchen? Was? Ein schwarzes Eichhörnchen? Nee, Greta, das ist kein Eichhörnchen. Wir müssen ganz langsam und vorsichtig hier weg. Das ist ein Stinktier. Wenn man es verärgert, wird es hier ganz schön stinken. Und wir bekommen den Gestank nicht so schnell wieder ab. Was? Ein Stinktier? Oh, Hilfe! Wie kommt das denn hierher? Dachte, bei uns gibt es keine Stinktiere. Ist gut, kleines Stinktier. Wir tun dir nichts. Hey, guck mal! Bitte nicht noch ein Stinktier. Nein, der Baum. Ist der nicht wunderschön? Ja, Anna, das ist er. Gut, dann nehmen wir ihn. Aber er könnte etwas zu groß fürs Wohnzimmer sein, meinst du nicht, Peter? Ach was, Victoria, der ist genau richtig. So, das war's. Das ist unser Baum. Wie wollen wir eigentlich den Baum ins Auto bekommen? Sag bloß, darüber hast du dir keine Gedanken gemacht. Also in den Kofferraum passt er nicht. Logisch, aber aufs Dach passt er wunderbar. Ich habe sogar eine Schnur dabei, um ihn festzubinden. Hey, nicht schlecht. Ich dachte, das hättest du vergessen. Es scheint alles glatt zu laufen. Sogar keine Katastrophen. Na, was denkst du denn? So, fest. Jetzt können wir nach Hause. Was ist denn jetzt los? Spring an, du! Ist unser Auto kaputt, Papa? Ach was, das glaube ich nicht. Ich probiere es noch einmal. Du kannst aufhören, Peter. Er springt nicht an. Was machen wir denn jetzt? Das kriegen wir schon wieder hin. Wir sind mitten im Wald und es wird bald dunkel. Hätte ich doch bloß mein Handy mitgenommen. Gibt es hier wilde Tiere? Ach was, so ein Eichhörnchen ist doch kein wildes Tier. Victoria, setz du dich ans Steuer und ich schiebe. Wenn wir auf der Landstraße sind, wird uns bestimmt irgendjemand helfen. Und los! Oh je, ist es das, was ich denke? Schnell ins Auto! Was ist los? Da ist ein Wolf! Was? Was? Ein Wolf? Da steht tatsächlich ein Wolf. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war mit dem Wald. Keine Panik, Kinder. Wir müssen den Wolf nur erschrecken. Dann verschwindet er schon von allein. Womit willst du ihn erschrecken? Mir fällt schon was ein. Ach, wie gut, dass wir so allerhand im Auto lagern. Seht ihr? Ich habe den Wolf verjagt. Jetzt können wir weiterschieben. Papa? Was denn, Anna? Ich würde an deiner Stelle jetzt nicht aus dem Auto steigen. Warum nicht, Anna? Wir wollen nach Hause. Weil da steht ein Tiger. Was? Ein Tiger? Ja, nee, ist klar. Hör auf mit deinen Scherzen, Anna. Danach ist mir jetzt überhaupt nicht zumute. Das kann jetzt nicht wahr sein.
Da ist ja wirklich ein Tiger. Nein, frisst er uns jetzt auf? Nein, Greta, im Auto passiert uns überhaupt nichts. Papa hat sicherlich einen Plan B, nicht wahr, Peter? Natürlich, lass mich mal einen Moment nachdenken. Wie um alles in der Welt kommt überhaupt ein Tiger hierher in den Wald? Wir unterbrechen die Sendung für eine Eilmeldung. Heute Nachmittag ist aus dem Waldener Zirkus Bellini ein Tiger ausgerissen. Wenn Sie das Tier sehen, nähern Sie sich auf keinen Fall dem Tier. Das ist lebensgefährlich. Der Tiger wird bereits mit Wärmebildkameras gesucht. Okay, ihr habt's gehört. Wir bleiben jetzt hier einfach sitzen, bis Sie ihn eingesammelt haben. 2 Stunden später. So langsam können Sie aber kommen. Der Tiger hat bestimmt schon Hunger. Na, was glaubst du, warum er uns die ganze Zeit anschaut? Du, Victoria, ich muss dir was gestehen. Ja, was denn, Peter? Naja, es kann sein, dass ich vergessen habe zu tanken. Sorry. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sitzen hier fest vor den Augen dieses wilden Tieres und müssen vielleicht die ganze Nacht hier bleiben, weil du vergessen hast zu tanken? Es tut mir wirklich leid. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Da kommt jemand. Tatsächlich, da kommt ein Auto. Endlich. Keine Panik, bleiben Sie im Auto, alles wird gut. Ja, Manfred, wir holen dich jetzt nach Hause. Da bekommst du was zu fressen. So, gleich hast du es geschafft. Das ist ja echt krass, wie zahm der Tiger ist. Ja, Wahnsinn. Wie lange haben Sie denn schon in dem Auto gesessen? Ach, schon eine Weile. Unser Auto wollte nicht anspringen, weil unser Tank leer ist. Und der Tiger hat uns nicht aus den Augen gelassen. Na, da haben Sie aber Glück gehabt, dass wir ihn und Sie so schnell gefunden haben. Und zufällig habe ich auch noch einen Ersatzkanister dabei, mit Benzin. Sie sind unsere Rettung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Komisch, im Wald sah er irgendwie noch kleiner aus. Der Baum ist doch größer, als ich dachte. Der passt nicht in unser Haus. Niemals. Oh, ich wusste es. Naja, wir könnten die Spitze abschneiden. Auf keinen Fall. Dann wäre aber unser schöner Baum kaputt. Also nochmal in den Wald fahren wir aber auf keinen Fall. Dann feiern wir Weihnachten einfach hier draußen. Ist doch cool.